Oh, endlich. Ich hatte davor nur eine Waffe mit 56 Schaden. Süß. Wie viel hast denn du? Geh zum Tempel auf dem Mond, bevor Krotas seine Was volle war es? Macht 96? erreicht. 88. Als Zweitwaffe hier hätte ich jetzt eine mit 85. Und als schwere Waffe eine mit 107. Cheater. Dann bist besser wie ich. Aber erst mit Level 17. So, ich mache gerade wieder mal die Upgrades. Erhöht die Angriffskraft. Jawohl, das ist immer gut. Dann 90, auch mit Level 17. Oh Mann. Dann das nächste. Erhöht die Verteidigungskraft. Jawohl. Jetzt geht gerade meine ganze Rüstung hoch, dann mit den ganzen Dingern. Ich muss Level 17 werden. Hab noch so ein Teil. Ja, Dito. Also keine Waffe, aber ich habe einen Helm mit 106 Verteidigung. Und ich weiß ja nicht, wie das in dem Game ist, aber für mich ist das momentan viel. Ja. Den gleichen Helm habe ich auch. Das kriegst du ja hier normal mit der Och Mann. mit der Quest, die wir gemacht haben. Ich dachte, ich wäre was Besonderes. Nö. Oh Mann. Oh, aua! Bescheuertes Vieh. Ich habe hier gerade eine Fliege gehabt, voll ins Auge rein. Ah, oh, das Drecksvieh. Ich Ja? würde generell so meine eine Mission können wir noch machen. Aber da muss ich mich mal hier hinschmeißen, weil morgen früh wieder raus. Musst du morgen arbeiten oder was? Nein, kleines Kind. Schläft nicht länger wie sieben. Ja, wisst ihr, Leute, er schiebt sie mal aufs Kind. Ja. Ja, ist auch so. Da ist nichts mehr mit ausschlafen. Ja, das ist klar, das ist klar. Oh, ich brauche noch ne, einen einzigen Solarwaffenkill. Ah, und hier habe ich noch erziele 30 Kills mit Arkus-Waffen. Was ist Arkus? Dieses blaue Symbol. Oh Dieses nee. blaue Zackending. Also meine schwere Waffe. Genau, das, Warte. wenn da mal dran steht, erziele Kills mit leere Schaden, ne? Also wie leer, nur mit E dahinter. Ja, dann ist es das Lila, ne? Dieser Kringel. Das leere Schaden. Alles klar. Ich hoffe, ich kann mir das merken. Doch, hier. Gut. Ah, dieser blaue Kringel passt doch perfekt. Das habe ich auch als andere Waffe. Da kann ich nämlich jetzt mit dem Fusionsgewehr in der Mission noch einen Kill machen und dann kann ich auf die blaue switchen. Genau. Dann habe ich praktisch die Dailies fast fertig. So, ich habe jetzt bei den beiden Typis abgegeben. Tjo. Und für die Leute, wo es sowas vielleicht interessiert, wir haben es mittlerweile 2:47 Uhr. Ja, aber wenn's noch. Oh meine. Naja, Hupe. Ey, ist ja unfassbar, wir spielen jetzt fast 4 Stunden. Das Ja. gibt's doch gar nicht. Du kannst ja denken, wie viel an dem Tag dann Folgen rauskommen werden. Dunkelheit Lower ist Level 14. Das andere wäre Level 12 mit dem Torlord. Dann machen wir ja das 12er, ne? Ja, würde ich auch sagen. Jo. Nu denn. Aber eins ist bescheiden. Ich habe mich heute so mit Energy Drinks vollgeballert, wegen Arbeit und danach noch. Ich bin jetzt gerade topfit. Also, sowas täuscht bei mir irgendwie immer. Aus Recht, wenn es schon ewig lang her ist, Je zum mehr wir über Beispiel. die Wex erfahren, Da lege ich desto ins mehr Bett und bin werden trotzdem alle innerhalb von von zwei uns Minuten sein, ein. so Freundin ihretwegen so besorgt ist. Ah, das kann ich Während nicht. des Untergangs haben die Wex den Merkur innerhalb von Tagen in eine Maschine verwandelt.
Wenn der Reisende sie nicht aufgehalten hätte, hätten sie wohl jeden Planeten übernommen. Wir müssen in den schwarzen... Okay, das funktioniert natürlich auch nur, wenn du mindestens 24 Stunden wach warst. Dann geht es bei mir. Bei mir manchmal... Scheiße, ich kann gerade nichts einstellen. Kacke. Nein, bei mir ist das manchmal so... Bleib mal kurz bitte stehen. Zuallererst muss ich in das Wex-Netzwerk eindringen, um einen Torlauter vorzunehmen. Moment. Ich zeige dir. Ich muss Audio runterschrauben. Chat ist voll. Ja, jetzt ist besser. Jetzt höre ich auch wieder besser. Und zwar, jetzt habe ich vergessen. Nee. Ich habe so eine bescheidene Schlafkrankheit. Ich kann manchmal 3-4 Tage lang durchgehend nicht schlafen. Also bei mir ist das richtig heftig. Das ist so Kotzen. Und deswegen, ich wäre froh, wenn ich Augen zu und dann schlafen. Also wenn ich das könnte, wäre das geil. Okay, krass. Also mein... Oh. Mein längstes war, unfreiwillig natürlich, 7 Tage ohne Schlaf, ich sah aus wie ein Zombie. So, einen Kill brauche ich noch hier. Gib mir mal irgendein Vieh. Komm mal her. Ja gut, aber spätestens Seiten, ne? Wo wir eh hin müssen. Jo. Das ist egal. Hey. Hallo. Die sind wahrscheinlich auch schon alle im Bett. Ah, Level 40er. Alles klar. Ich registriere einen starken Konflux in der Nähe. Ich kann damit in ihr Netzwerk gelangen. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hä? Hallo. Ja, ich bin da runtergefallen übrigens. So. Und ich dachte, du machst schwerste Arbeit. Ah, hinter mir. Okay. Scheiße. Ja, gehört zu den Level 40ern. Und so weiter. Wo bist du? Da, wo die Mission hin zeigt. Ja, ich habe hier gerade hier Viecher gekillt ohne Ende. Ja, ich weiß. Gehört zu den anderen Fuzzis hier, die da rumschlachten. Ah. Berühmtes Farmgebiet. Von dem her mache ich mir aus den Mobs hier gar nichts mehr. Weil wenn, dann gehe ich da nur hin, auch zum Farmen, wie jetzt da die anderen. Man sieht, du kennst dich dann doch schon ein bisschen aus. Ja, was das betrifft, ja. Wie gesagt, ich habe stundenlang den Scheiß abgefarmt. Aber ich finde das gerade ganz cool. Also mir wird das sogar mit hier wie eine Art Quest-Symbol angezeigt, wo die Blüten sind. Hä? Ach, da ist einer gestorben. Jupp. Depp. So, endlich da. Mai, oh mai, oh mai. Hä? Ah. Hi. Servus. was hab ich denn da für eine komische Knarre? Es ist Zeit zu erwähnen, dass ich all ihre Transfertore stören musste, um den Torlaut zu finden. Es wird also sicher nicht langweilig. So, wieder hier. Kennst du ja schon, ne? Nö, noch nie gesehen. Aber hier bin ich immer wieder gerne. Nein! Ich wollte auf den Baum. Okay, diese Waffe haut richtig rein. Und die hat nur so einen blauen Kringel. Die Tore erwachen. Es werden immer neue kommen, ja, bis wir sie deaktivieren. Ach ja, das Gedönsel. Genau, das meinte ich zum Beispiel. Da haben wir Warlock Probleme gehabt. Die Tore müssen zerstört werden. Das hat geklappt. Es ist deaktiviert. Weiter so. Jawohl. Weiß immer schön auf die Tore schießen, ne? Oh. Okay. Ja, sonst ist die ganz endlos hier.
Kannst du aber auch EP farmen, oder? Nein, mit der Zeit kriegst du gar nichts mehr. Bam! Ach, da ist das Vieh. Scheiße. Hauptgoblin. Shit. Ah, von oben. Ja. Ein Sniper. Hauptgoblin. Sag ich ja. Die Viecher sind scheiße. Ich räche mich mal kurz. Ciao. Na komm. Oh, ist das schön, eine Waffe mit Damage zu haben. Oh, Gott sei Dank. Oh, da oben. Ja. Alter. Komm, Schild weg. Bam. Ja, wo ist sie denn? Wen denn? Die Gegner. Meinst du den, wo ganz oben stand? Nein. Ich mach die Portale. Ach so, oh, sorry, das habe ich schon wieder vergessen. Jetzt wieder, ich probier's. Aber weißt du, was an den Portalen gut ist? Da kannst du doch diese Töte so und so viel mit der Waffe Kills machen. Das ja. Die Dailies, weißt du? Ja, wenn du es jetzt in dem Fall so heute machst, wie heute in dem Tempo, ja, mit den ganzen hier Dailies da, dann hast du auch ratzfatz die Trophäe von wegen maximalen Ruf in der Woche. Ja, du hast die doch bestimmt auch schon fast fertig. Die Trophäe habe ich schon. Ach so. Mit hier dem, aber auch nur mit dem Vorhutruf. Schmelztiegel, also PvP logischerweise noch nicht. Oh, fuck. Ich glaube, das wird auch mit die schwerste Trophäe, ja. Wow. Nö, ist einfach. Einfach nur hier eine Woche lang nur PvP machen, ne? Aber musst du ja auch gewinnen, oder nicht? Solltest. Ja, siehst du, und wie du siehst, ich bin so ein Meister in Shootern. Boah, die Sau. Nice. Ja, und hier bin ich tausendmal verreckt als Warlock. Aus Recht in dem Teil hier, was jetzt kommt. Das klingt doch nach Spaß. Ja. Ihr da siehst das kleine Portal da vorne. Wir den Torlord. Na los. Genau, nämlich genau den Torlord. Da habe ich hier mit Glück habe ich das geschafft gehabt. Aber auch nur weil der Gegner sich einmal kurz festgefressen hat. Oh, ein blaues Item. Das Tor jetzt auch kaputt machen oder was? Kannst du mal drauf schießen, passiert nichts. Wir müssen da hin, zu dem Tor. Dann kommt der Tor, also. Dort, wie er gerade hier der Geist gesagt hat. Alles klar. Scheiße, kein Primärmoni mehr. Oh, toll. Aber du musst verstehen, ich krieg das nicht ganz so mit. Für mich ist das erste Mal und ich guck mir alles an und baller einfach nur. Und tschüss. Und tschüss. Alles einmal Primärmunition. Irgendeiner. Hallo. Ah, der da. Sehr schön. Also die Waffe, wie gesagt, also jetzt bin ich wieder glücklich. Jetzt habe ich eine, die kaum Rückstoß hat. Und wenigstens ein bisschen Damage machen. Ja, habe ich getriggert. Weil ich von unten hochkam, deswegen. Wieso gibt's hier nur Primärmunition? Das gibt's ja nicht. Ja, bei mir wird's. Na gut, es geht noch 100.
80 Schuss. Oh. Shit. Die Vernunft sagt, lass das in die Massen springen. Aber das Hirn sagt, spring. Oder so ähnlich. Bam! Okay. Ich schätze, du musst den Ring betreten. Mhm. Machen wir doch, super. Oder? Ja.